Ja, herzlich willkommen bei Einfach Angeln, eurem Online-Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung. Heute will ich euch erklären, mal im Detail, wie ihr im Bundesland Brandenburg mit unserer Hilfe mit Einfach Angeln erfolgreich die Fischerprüfung ablegen könnt. Unsere App ist voll mobil, das heißt, alle Inhalte sind immerzu auf dem Handy von euch anzuschauen, zu konsumieren, sobald ihr natürlich eine Internetverbindung habt, das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann könnt ihr sowohl alle Lernvideos und Lehrvideos, die wir zu den verschiedenen Themengebieten haben, online, also auf dem Handy, euch anschauen. Und wir haben noch einen großen Quizbereich. In diesem Quizbereich ist ein Fischquiz integriert. Das heißt, ihr bekommt alle Arten, die ihr für die Fischerprüfung erkennen müsst, von uns gezeigt. Ihr könnt immer ausprobieren, wie weit bin ich, kann ich das alles schon. Kriegt dann auch natürlich immer eine Rückmeldung, ob richtig, ob falsch. Ihr bekommt die wichtigsten Merkmale für die einzelnen Arten von mir immer dargereicht, die ganze Zeit, sodass ihr euch dann in Ruhe auf diese Sachen vorbereiten könnt. In dem Quizbereich Lernfragen sind alle Lernfragen integriert und das ist sehr, sehr wichtig. Hier sind wirklich spezifisch die Lernfragen aus Brandenburg integriert. Das heißt, ihr werdet in dem Vorbereitungslehrgang von Einfach Angeln für das Bundesland Brandenburg auch die Originalfragen quasi bekommen, die ihr dann schlussendlich in der Prüfung auch beantworten müsst. Als Tipp kann ich euch sagen, wenn ihr diesen Quizbereich gut durchgearbeitet habt und natürlich parallel alle Lernvideos geguckt habt, werdet ihr überhaupt gar kein Problem mit dem Bestehen der Prüfung haben. Die Prüfung selbst läuft folgendermaßen ab. Das ist eine Multiple-Choice, also eine Ankreuzprüfung. Ihr bekommt insgesamt 60 Fragen gestellt in dieser Prüfung aus den 5 verschiedenen Themengebieten, die auch so in der App integriert sind. Und ihr müsst auch noch ein paar Fischarten erkennen. Insgesamt müsst ihr von diesen 60 an euch gestellten Fragen 45 korrekt beantworten. Also es sind immer 12 Fragen aus jedem dieser 5 Themengebiete insgesamt. Und was noch dazu kommt, aus den einzelnen Themengebieten müsst ihr jeweils mindestens 6 Stück richtig beantwortet haben. Ich kann euch sagen, haltet euch gar nicht so sehr an diesen Zahlen auf. Wie gesagt, wenn ihr die App durcharbeitet und auch die Prüfungsfragen, das Quiz gut durcharbeitet, werdet ihr mit Bestehen gar kein Problem haben, sondern ihr werdet relativ zügig sogar mit der Prüfung fertig sein. Die Prüfung in Brandenburg läuft auf verschiedene Arten und Weisen ab. Das ist ein bisschen kompliziert. Sowohl bei den unteren Fischereibehörden kann man Prüfungen ablegen. Es gibt aber auch Vereine und Privatpersonen, die prüfen können. Am besten da wirklich ein bisschen das Internet bemühen, raussuchen, Prüfung, Angelschein Brandenburg. Dann werdet ihr auf jeden Fall Ergebnisse kriegen. Oder was ihr auch machen könnt, bei den unteren Fischereibehörden, die es schlussendlich organisieren, euch anmelden zur Prüfung. Wann immer Fragen in diesem Prozess auftreten, könnt ihr euch immer direkt an uns wenden, info@einfachangeln.app. Da werden wir euch unterstützen, wie gesagt, und notfalls auch für euch natürlich die richtigen Sachen und die passenden Orte und Termine raussuchen, das ist überhaupt gar kein Problem. Abschließend, was noch sehr wichtig ist für euch, sind die Kosten. Also was kostet euch der Angelschein wirklich dann komplett, wenn ihr einfach Angeln als Vorbereitungslehrgang wählt? Die App kostet euch oder der Zugang zur App kostet euch in Brandenburg 99 Euro. Dafür habt ihr einen endlosen Zugang quasi. Also ihr könnt euch ganz in Ruhe auf die Prüfung vorbereiten, egal ob es einen Monat oder 5 Monate dauert. Die App steht euch dann als Vorbereitungslehrgang die ganze Zeit zur Verfügung. Ihr lernt also so lange, bis ihr euch wirklich bereit fühlt, in die Prüfung zu gehen. Die Prüfung selbst kostet ungefähr 25 Euro in Brandenburg und ihr müsst nochmal 25 Euro rechnen, um dann schlussendlich den Fischereischein zu lösen. Ihr müsst ja mit bestandener Prüfung quasi zum Amt gehen, den Fischereischein lösen und mit diesem gültigen Fischereischein könnt ihr dann euch jeweils Erlaubnisscheine, also Tagesscheine quasi, für die einzelnen Gewässer kaufen. Also nochmal in der Übersicht, die App kostet 99 Euro, die Prüfungsgebühr sind ca. 25 Euro und dann kommt noch ungefähr 25 Euro für den Fischereischein mit dazu. Das sind die Gesamtkosten, die wirklich dann schlussendlich für euch anfallen. Noch als Randbemerkung, was super wichtig ist, wir bieten euch einen mehr oder weniger Rundum-Service an. Also ihr müsst euch jetzt im Vorfeld eigentlich gar nicht so viele Gedanken über diese Sachen machen. Sobald ihr bei einfachangeln.app euren Vorbereitungskurs gebucht habt, bekommt ihr von uns eine E-Mail, in der all diese Sachen, die ich euch jetzt erzählt habe und auch noch mehr Details darüber hinaus, nochmal schriftlich quasi gezeigt werden. Das heißt, ihr könnt dann ganz in Ruhe durchlesen, wie funktioniert das mit der Prüfung und wie gesagt, wenn immer ihr Fragen habt, auf info@einfachangeln.app einfach stellen. Wir werden euch immer in diesem Prozess unterstützen und ihr werdet sehen, es ist
wirklich sehr, sehr einfach, dann schlussendlich in Brandenburg auch erfolgreich die Fischerprüfung abzulegen.